Jamie, is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. Mrs. Adler, die Witwe, die wir vor einiger Zeit gerettet haben, ist vielleicht die verrückteste von uns allen. Sie kämpft wie ein in die Enge getriebener Iltis, mit einer Wut und einem Blutdurst, der mir eine Heidenangst einjagt. Wenn ich mich je mit ihr anlege, bin ich ein toter Mann. Was ich aber nicht vorhabe, denn sie ist eine wunderbare Frau, amüsant und gutherzig und anständig und zornig. Ich bin mit ihr einkaufen gegangen, um zu verhindern, dass sie den alten Pearson mitten im Lager in Stücke hackt. Und als wir überfallen wurden, wurde sie völlig zur Furie und hat gezeigt, dass sie mindestens ebenso gut töten kann wie jeder von uns. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Wieder zurück im neuen Lager hier weiter im Südosten mit Arthur Morgan. Ja, im Morgendress steht hier eine unserer Frauen vom Lager rum. Ja, wir sind an diesem malerischen See. Es sieht wirklich toll aus, der Ausblick hier. Es ist früh morgens, 6:30, glaube ich, ungefähr. Wir können ja mal kurz gucken auf unserer Taschenuhr. Naja, es ist schon 6:40. Also wir sollten auch keine Zeit vergeuden. Die Zeit vergeht doch hier rasant schnell. Wir gucken uns heute erstmal ein bisschen im Lager um. Hier gab es, glaube ich, mehrere Personen, mit denen wir sprechen konnten, etc. pp. Aber zuvor möchte ich erstmal, kann ich hier direkt einen Kaffee trinken? Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktionierte. Bei Herstellen und Kochen. Ja, hier so einen Kaffee aufbrühen. Das möchten wir mal machen. Hier morgens ein bisschen wach werden. Ich habe hier auch noch einen Kaffee stehen, also das passt ganz gut. So, aufbrühen geht schnell. Können wir direkt eingießen. So. Ob es jetzt lauwarmer oder kalter Kaffee ist, wir nehmen erstmal einen Schluck. Ja, unser neues Outfit hier sieht auch ganz fesch aus, finde ich. Gut, und dann würde ich sagen, ist es aber auch okay. Der Schluck Kaffee muss hier reichen. Gehen wir mal weiter. Moin. Morning, Arthur. Like your new home? I won't miss that other place, that's for sure. Keep your nose clean. Kieran hier. Ach, guck mal hier, unser neuer spezieller Freund. Hey, Arthur. Was hat er denn hier? Yeah. So, tell me, is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw three of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean? They're about to get a lesson in mean. You ja. Just keep your cool, you hear me? Genau. Ich finde das ganz interessant, so ein bisschen grundphilosophische Gedanken scheinen hier bei den Charakteren immer mal wieder durch. Sean hat ja berichtet, dass er ja hier auf dem Standpunkt steht, dass keine Politik auch eine Politik ist. Also sozusagen keine Haltung zu haben, ist auch eine Haltung. Das hört man auch immer wieder mal. Bit of a ride, not too bad. Back up north a stretch, not far from the state line. All right.
Erinnert mich mal daran, wenn wir einen ruhigen Moment haben, dann sprechen wir da mal drüber. Weil da muss ich so ein bisschen out of character drüber reden, weil Arthur Morgan ja hier voll auf, oh, ich hatte nichts mit Politik zu tun bis heute, das interessiert mich alles nicht und bla bla bla. Dem stehe ich sehr kritisch gegenüber persönlich, aber da können wir später nochmal drüber sprechen. Das macht mir Sean gleich ein bisschen sympathischer, muss ich sagen. Dass der hier mit so einer anderen Sichtweise aufwartet, die wir jetzt so ein bisschen reflektieren können. Während wir hier gemeinsam zu dieser Bande reiten und hoffentlich dort ein bisschen was abbekommen von diesem Zugüberfall. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das nur drei Leute sind. Das wäre wirklich ein bisschen zu einfach für uns zwei. Andererseits, wenn er davon überzeugt ist, warum nicht einfach mal anschauen? So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Coach has always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works. We split half. Other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, yeah, I know. How many times you have to tell me? What's that box by his tent for, then? Camp funds, supplies, and the like. In fact, you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way. Don't you worry. Mm-hmm. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good showing there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? All right. That'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. Mhm. Ja, also irgendwie ist off the road up ahead. Arthur ist sehr, sehr skeptisch gegenüber Sean. Ein Stück weit kann man das nachvollziehen, denn er sieht die Dinge vielleicht auch schon ein bisschen verzerrend, ne? Also so positiv, wie er eingestellt ist, aber er ignoriert scheinbar auch andere Dinge, die seiner Art der Sicht nicht so richtig entsprechen will. So, dürfen wir jetzt mal hinterher reiten? Ich komme hier gar nicht weiter. Okay. Dann gucke ich aber noch mal kurz nach unseren Gegenständen auf dem Pferd. Große Maske. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed them. So, ich setz mal die Maske auf. Hope you know what you're doing. Solange er keine Waffen zieht, machen wir das auch nicht. Aber wir bleiben schon mal maskiert hier. Das ist, glaube ich, hier keine schlechte Idee. Haben wir doch jetzt, ne, die Maske? Da ist das Lasso. Das können wir vielleicht gebrauchen, wenn wir einen lebend haben wollen. Messer, ja. Wie gesagt, noch lassen wir die Waffe stecken. Ein Revolver soll wohl genug dafür sein. Jetzt bin ich ja wirklich ein bisschen gespannt. Oh. Hier ist ein Haus, eine Hütte. Look, there's one of them outside. This is good. It is. Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Mhm. Dann nehme ich jetzt aber den Repartierkarabiner und begebe mich hier so ein bisschen beim Baum in Deckung. Und behalte mal hier das ganze Ding im Auge. Ob der hier Blödsinn macht, dass wir ihn gleich
abknallen können, wenn irgendwas passiert. Hey there! Na? I'm gonna give you about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, don't want no trouble. Just thought you might like to know we passed a big posse alarm and headed this way. There were a dozen of them coming up east. What? Where? Right here. Heads up, okay. Here come the rest of them. Watch it! They're coming out! Aha, da kommt schon der Nächste. So, jetzt muss ich mal auf den Revolver gehen hier. Come out with your hands up. Nice and easy. You saw what we did to your pals here. Okay, okay, I give up. Don't shoot. I ain't armed. If you want to leave, you'll tell me where that money's stashed. All right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. Okay, wir könnten ihn jetzt auch verschonen, aber ich glaube, das ist erstmal... You know what? Just get the hell out of here and don't look back. Ja, der haut jetzt ab. Und wir gucken jetzt und hoffen, dass das Versteck auch korrekt war. Hinter dem... Guck mal hier, ein Zigarettenbild haben wir gefunden. Here we are. You got some good stuff. Senator Thaddeus Waxman. Why don't you see what else you can find, Sean? Prominente Amerikaner. Aha, hier sind die aufgelistet. Der ist als zweitunterster aufgelistet, okay. Told you to take him, no problem, didn't I? You did good. Let's see what the pay is first. Dug this up all by myself. A proper lead. Alright, alright. Bisschen Geld. You heard him, right? He said the stash was behind a loose board in the bedroom. Vermut mal, das ist hier hinten. Hier ist noch so ein Kästchen. Don't want to overstay our welcome, do we? Ja, ja, ist ja gut. Oh, was haben wir denn hier? Einen alten Revolver noch. Vielleicht kann man den irgendwie verkaufen. Hey, Double-Action-Revolver. Der ist aber eine ganze Ecke schwächer, glaube ich, als unser. So. Ist das hier hinter? Ist das hier hinter? Ist das hier hinter? Bin ich zu dösig, es zu finden? Oder meinte der hier irgendwo? Ah, hier. Da war das Versteck. This is more like it. Good work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need to lecture again. I'll see you back at camp. Never know what folks got stashed. There's gotta be other places out there like this. Okay, also auf diesen Höfen findet man oft lohnende Angebote, aber die Methode ist nicht immer die gleiche. Gut, also die Kollegen hier. Das war, glaube ich, der Hut von Sean? Ne, von irgendeinem Typen. Wir gucken mal, dass wir die noch ein bisschen flattern hier. Plünderitis.de. So, das gibt ja auch immer noch ein bisschen Geld. Ein paar Klamotten hier. Liegen ja auch noch genug Leute rum. Schon ganz schön übel, was wir hier anrichten, wenn man sich das überlegt. Aber das ist unser Leben, ne? In der Bande. So, die haben aber nur eine silberne Taschenuhr nochmal. Die kann man verkaufen, sicherlich. So, der andere wird jetzt sicherlich abgehauen sein. Ansonsten haben wir hier erstmal nichts mehr. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen gleich zurück in Richtung Lager. Muss ich mal kurz gucken. Hier oben ist noch ein Fragezeichen. Hier könnte man auch noch mal ein bisschen hoch, was sich da befindet. Ja, wenn wir schon mal um die Ecke sind, bevor wir zurückgehen zum Lager, können wir auch eigentlich
nochmal erkunden, was dort möglicherweise sein kann. Hier um die Ecke irgendwo, hier drüben scheinbar. Da sitzt auch schon jemand. Wer ist denn das? What the devil are you looking at? I'm sorry? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Ooh. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman? Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals. They escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. Bitte? A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend. Help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra just roaming around. Exactly. If... Well, I believe the zebra's up near Larned Sod. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right. Madam. It's bloody Margaret, not madam. Das finde ich ja Margaret, spannend. Mistress of fucking danger. Also, liebe Leute, ein Zebra, ein Löwe, ja, ist ja gut, und ein Tiger. Also, die müssten ja auffallen hier wie... Mister? You're just a waste of time. Okay, hätte irgendwie eine Ziege dabei. Ja, mal gucken, finden wir das? Wir gucken mal, wo das sich befinden soll. Wir haben ja zumindest Infos über das Zebra. Wir haben ja das Lasso dabei, das können wir dann gleich nehmen. Wo soll das denn sein? M.A. ist das dies hier? Madam Margaret heißt sie. Margarets Zebra müsste hier irgendwo sein. Ja, da sind wir schon fast wieder bei der Emerald Ranch, ne? Ach, ich weiß ja nicht. Wollen wir da noch so weit hoch? Ich glaube, das machen wir ein andermal, liebe Leute. Auch wenn ihm das jetzt hier nicht schnell genug gehen kann. Ich möchte jetzt erstmal wieder zurück. Wir werden jetzt hier wieder den Weg runternehmen, danach links und rechts auf der großen Straße und dann erstmal bis zu einer Kreuzung hinter der Eisenbahn. Dann geht's hier rüber und dann sind wir schon fast da. Okay, das kann ich mir eh wieder nicht alles merken. Muss ich gleich eh wieder auf die Karte gucken. Aber den Weg zurück... An der Hütte vorbei, den finde ich noch. Ich und meine Navigationstalente hier. So. So, hier drüben ist auch... Eine verlassene oder so halb verlassene Siedlung, wie es aussieht. Santony und Rhodes, hier geht's nach Lagrasse und Fenhorn. Hier würde ich mich auch nochmal gerne umschauen, liebe Leute. Andererseits können wir das auch noch ein anderes Mal machen. Lass uns jetzt erstmal hier Richtung Eisenbahn runter. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger hier. Mm-hmm.
Was ist da passiert? Ich guck mir das mal an. Irgendwas war da. Ich hab die jetzt einfach abgeknallt. Das waren irgendwelche Räuber und er ist wohl ein Steuereintreiber angeblich gewesen. Ach, das sind doch diese Räuber, von denen wir, glaube ich, gehört haben hier in Rhodes auch schon, ne? Na, die haben wir jetzt natürlich ordentlich ausgenommen hier. Ah, was machst du da? Aua! Get out of here, before more of them show up. Meine Güte. So, die plündern wir noch und dann werden wir weiterziehen. Ich will jetzt hier nicht noch weiter aufgehalten werden. Begib dich zum Büchsmacher, um ein Patronen- oder Waffengürtel zu kaufen, damit mehr Munition mitführen kann. Da können wir auch mal schauen, wenn wir in Rhodes sind. Das werden wir vielleicht das nächste Mal dann machen. Und unser Pferd muss sich mal gerade erleichtern, das gehört dazu. So, weiter geht's, liebe Leute. Ja. Haben wir hier auch noch gleich einem fremden Mann geholfen. Ich hoffe, das sind jetzt keine Lemoyne-Typen, wie auch immer man die hier ausspricht. Wahrscheinlich im Englischen wirklich Lemoyne. Eigentlich klingt das ja französisch, aber ist wahrscheinlich schon anglisiert, oder wie man das nennen soll. Ja, ich wollte ja so ein bisschen drüber sprechen, eigentlich über, ich muss mal gerade gucken, wo ich bin. Ah ja, wir müssen jetzt nämlich rechts abbiegen und dann hier entlang bis über die nächste Bahnlinie. Ich wollte sprechen über diese philosophischen Gedanken von Sean über Politik und ob man Politik aus dem Leben raushalten will. Arthur, das müssen wir jetzt auch für unser Rollenspiel, muss ich mir das jetzt wirklich mal merken, hat ja argumentiert, hier geht's weiter, links herum, dass er ja als Bauernsohn aufgewachsen ist und Politik angeblich gar keine Rolle für sie gespielt habe. Und Sean hatte angedeutet, dass keine Politik haben zu wollen oder akzeptieren zu wollen oder sie halt ausgrenzen zu wollen aus dem Leben eigentlich auch ein Statement, auch Politik ist. Und dahinter steht so ein bisschen meines Erachtens nach die, ja, die grundlegende Einschätzung. Geht's hier nach Rhodes? Ach ja, hier könnte man runter, ne? Aber das wollen wir nicht. Wir wollen nicht nach Rhodes, wir wollen jetzt zum Lager. Dahinter steht die grundsätzliche Frage, welchen Politikbegriff man zugrunde legt. Einen etwas enger geführten, das habe ich schon mal, glaube ich, in irgendeinem Video erklärt, bestimmt bei anderen Let's Plays, wo es darum geht, dass nur offiziöse Staatsinstitutionen, alles was mit Wahlen, mit Parlamenten zu tun hat, mit Profi-Politikern etc., das ist dann Politik. Das ist ein relativ eng geführter Politikbegriff. Oder ob man Politik als etwas Allumfassendes begreift, was unser gesamtes Leben beeinflusst, weil wir als Menschen, wenn wir miteinander agieren, unbewusst oder bewusst immer Politik im erweiterten Sinne betreiben. Oh, ist das schön hier, ne, mit der Eisenbahn. Das will ich hier gerade mal, ich will das hier mal anschauen, wie die Eisenbahn hier diese Brücke überquert. Schön. Schon faszinierend irgendwie, diese alten Eisenbahnen aus dem 19. Jahrhundert. Muss ich ja mal sagen. So, das ist wahrscheinlich wieder so ein Geldtransport da hinten dran oder so. Man hätte das bestimmt auch überfallen können, aber alleine traue ich das nicht Arthur zu. So, also, oder ein erweiterter Politikbegriff, da waren wir stehen geblieben, der dann sagt, dass politisches Handeln eigentlich immer dann automatisch stattfindet, wenn Menschen miteinander interagieren, weil zum Beispiel dort bestimmte hierarchische Machtstrukturen auch in unbewusstem Maße verhandelt werden. Also wo stehe ich in der Gesellschaft? Bin ich ein Adliger? Bin ich ein Bauer? Bin ich ein Handwerker? Was bedeutet das kulturell? Bin ich jetzt irgendwie hoch angesehen? Bin ich niedriger angesehen? Da geht es dann also auch um Fragen von Prestige und Co. Und das alles betrifft eigentlich alltägliche Politik, wie sie im Leben immer stattfindet. Man kann sogar behaupten, irgendwie eine normale Beziehung mit dem Partner oder der Partnerin ist ebenfalls politisch geprägt, weil man natürlich auch dort bestimmte Positionen auf Dauer aushandelt, immer wieder verändert, diskutiert, abwägt und man macht eigentlich doch genau das Gleiche
wie in der Politik am Ende auch, wenn auch etwas anders in der Art und Weise vielleicht oder mit weniger Institutionalisierung, wenn man so will. Aber Politik oder politisches Leben findet eigentlich überall statt. Das ist so ein bisschen das, was Sean, glaube ich, damit meinte in dieser, in diesem philosophischen Kurzkommentar. Und da kann ich nur sagen, persönlich stehe ich da voll auf Seans Seite und eigentlich gar nicht auf der von Arthur. Ich verstehe, warum Arthur so denkt. Das hat sicherlich Gründe in dieser, ja. We should go fishing again soon. That was fun. Yes. I needed that. To clear the mind after everything. Das glaube ich. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Arthur so denkt, aus einem, ja. Hey, who's there? Arthur, you're back. Ja, aus einem historisch-kulturellen Zusammenhang heraus so denkt, weil zumindest so wie Red Dead Redemption 2 uns das hier auch präsentiert und die ganze Franchise das präsentiert, ist die Geschichte des sogenannten Wilden Westens eigentlich eine Geschichte voller Gewalt und voller Auseinandersetzungen, die natürlich irgendwie schon politisch am Ende des Tages motiviert sind, aber wo sich dann einfache Leute der Erzählung nach immer wieder versuchen rauszuziehen, zu entpolitisieren, wenn man so will, damit sie ihrem Leben nachgehen können, weil sie ja sowieso schon genug, in Anführungsstrichen, Hardships im Englischen, also genug schwer genug haben in ihrem Leben, dass man sich mit Politik quasi nicht noch beschäftigen möchte. Etwas, das man bis heute auch bei uns in der Gesellschaft immer wieder vorfindet. Diese beiden Pole, die sich so entgegenzusetzen scheinen, wo aber, glaube ich, am Ende des Tages gar kein wirklicher Gegensatz besteht, sondern das einfach eine unterschiedliche Perspektive ist, über die, wie ich finde, es wichtig ist, darüber zu sprechen. Deswegen finde ich auch so gut, dass das hier geschehen ist von Sean und Arthur, dieser kleine Dialog, der zeigt, dass es nicht nur eine Auslegung in solchen Fragen, in solchen grundlegenden philosophisch-politischen Fragen gibt, sondern immer verschiedene Perspektiven und die natürlich erstmal für sich genommen ihren Wert haben, den man nicht absprechen möchte, sondern die eben diskussionswürdig sind. Und das finde ich ganz cool, dass das Spiel hier solche Dimensionen immer wieder öffnet, sozusagen in Gesprächen, in Dialogen hier mit den Lagerbewohnern und Bewohnerinnen. Ganz, ganz toll. Gut, liebe Leute, da habe ich jetzt ein bisschen out of character gesprochen, aber das muss auch mal sein. Arthur wird also beim nächsten Mal hier ein bisschen was in die Kasse reinlegen, so wie er das ja auch versprochen hat. Das sollten wir uns sowieso mal angewöhnen. Und dann gucken wir mal, was das Lager insgesamt noch so braucht, damit wir mal ein bisschen jagen gehen, glaube ich. Und dann irgendwann werden wir auch Dutch in Rhodes mal besuchen und wir werden auch bestimmt mal irgendwann dieses Zebra von Margaret suchen. Ich bin gespannt. Also bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.